Vater damals an der Landschaft auch mitgebaut? Nein, das habe ich ihm damals zum Geburtstag gebastelt. Wann war denn das? Ach, das sage ich dir gleich. Der 6. Geburtstag, Mai 1949, genau vor 30 Jahren. Wann war vor 30 Jahren? Vor 30 Jahren? Das war vor sehr langer Zeit. Wer macht die Zeit, die Uhr? Wie? Die Uhr zeigt nur die Zeit. Die Uhr macht, dass wir die Zeit sehen und hören können. Geht die Zeit auch ohne Uhr? Immer. Wohin geht sie denn? Sie geht nirgendwo hin. Die Zeit vergeht nur. Schau mal her. Siehst du, wo der Sekundenzeiger jetzt ist? Schließ die Augen. Und mach sie wieder auf. Siehst du, wo der Sekundenzeiger jetzt ist? Die Zeit ist eben vergangen, während du die Augen zu hattest. Opa, erzähl noch was über die Zeit. Was? Mit der Zeit ist das eine ganz schwierige Sache. Die Zeit, die noch kommt, gibt es die irgendwo schon? Nein, die gibt es noch nirgends. Und die Zeit, die vorbei ist? Woher soll ich's wissen? Lass mich doch meine Decke nehmen. Musst du denn immer Mittag schlafen? Ja, das weißt du doch. Lass mich doch schlafen. Hast du schon mal eine Uhr genau angeschaut? Nein, die Tür geht nicht auf. Aber natürlich. Wie geht denn das? Probier's halt einmal. Ist da vielleicht ein Geheimnis drin? Ich mag aber nicht. Oh.
Zifferblatt. Opa ist weg. So, du bist der Letzte für heute. Da, deine Eintrittskarte. Was ist denn das hier für ein Land? Das, was du dir gewünscht hast. Das Zeitland. Mit diesen Kugeln können wir fliegen. Die nächste nehmen wir. Ich zeig dir, wie man das macht, in die Kugel reinspringen. Und zwar nicht mit der linken Hand hinhalten, sonst fällt man zurück, sondern mit der rechten hingreifen, ein wenig mitrennen. Es ist sehr kompliziert, aber du schaffst es bestimmt. Also, mitrennen und aufspringen. Wo bist du? Hey! Warte doch! Doch nicht ohne mich! Komm runter! Nicht rauf! Runter! Runter, runter, runter! Sie haben den Ball vergessen. Zurück! Komm nochmal! Opa! Schnell wieder! Schneller, schneller! Schneller, schneller! Schneller! Noch viel schneller, schneller, schneller! Hallo! Zurück! Runter! Runter! Hallo, halt! Bleib doch endlich mal stehen! Warum fährst du eigentlich ohne mich ab? Du hast doch gesagt, ich soll aufspringen. Aber doch nicht ohne mich. Was machst du denn, wenn du dich verläufst? Ohne mich findest du hier nicht mehr heraus. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Hans. Und du? Hans? Ich heiße auch Hans. Ich bin der Fremdenführer hier.
Niemand darf ohne mich im Land der Zeit herumreisen. Du siehst ja, was passiert. Jetzt bist du schon zweimal durch die Jahreszeiten gereist. Ich wollte es aber. So? Komm, wir gehen weiter. Die du gerade anschaust, spiegelt die Gesetze der Natur. In ihr siehst du die Wolken ziehen. Uhr, sofort ablesbar. Braucht man gar nicht übersetzen. Total geräuschlos. Und diese da trägt fast jeder am Arm. Manche sogar in der Nacht. Räder greifen ineinander. Das sind Erfindungen. Nein! Rückwärts lasse gehen. Ja! Die Wolken laufen nicht rückwärts. Aber die Uhr macht nicht die Zeit. Ja, die Uhr macht nicht die Zeit. Federn spannen, Räder greifen ineinander, das sind Erfindungen. Das hast du schon mal gesagt. So? Entschuldigung. Darf ich die mal haben? Komm, ich zeig dir was anderes. Bitte. Na gut. Wer ist denn das? Das ist Arthur. Arthur? Ja. Was macht er denn? Das Gleiche, was ich gemacht habe, bevor ich Fremdenführer wurde. Was denn? Er passt auf, dass die Zeit gleichmäßig vergeht und nicht holpert.
kann er auch die Zeit stehen lassen? Das kann ihm schon passieren, wenn er nicht aufpasst. Vielleicht lässt er die Zeit für mich stehen. Willst du das wirklich? Ich hätte mal gern gesehen, wie das ist. Wir können es ja mal probieren. Kommt das Band her? Von da? Warum muss er denn das Band immer so schneiden? Jemand muss das doch machen. Hey, Arthur! Wach auf! Hier ist jemand, der will wissen, warum du das Band schneidest. Ach, du mit deinen Fremden. Lass mich in Ruhe. Frag ihn doch. Das macht er doch nur, wenn ich ihm verspreche, an seiner Stelle weiterzuarbeiten. Tu es bitte für mich. Hey, Arthur, kannst du mir einen Gefallen tun? Der Junge hier heißt Hans. Genauso wie ich. Er möchte gern, dass du für ihn das Band anhältst. Aber nur unter einer Bedingung. Welche denn? Wenn du ein wenig für mich weiterarbeitest, solange ich einen kurzen Spaziergang gemacht habe. Wenn du das tust, dann lasse ich das Band anhalten. Na gut, einverstanden. Ich. Nochmals ich. Ich. Wieder ich. Ich. Nochmals ich. Wieder ich. Nochmals ich. Ich. Wieder ich. Nochmals ich. Ich. Ah! So, das reicht jetzt. Zurück. Wo? Hier. Hier.
So, nun halt dein Versprechen und schneid ein wenig für mich. Ich bin gleich wieder zurück. Komm schnell. Druck dich! Eiskalt. Mensch, komm schnell hoch. Ich hab ganz übersehen, dass wir im Reich der toten Zeit sind. Du musst immer hüpfen. Hüpfen, hüpfen, immer hüpfen. Was hat der Vogel denn? Das ist es ja eben. Er hat sich hingesetzt. Du darfst nicht stehen bleiben, sonst geht's dir wie ihm. Hüpf! Willst du, dass er wieder fliegt? Wirf ihn hinaus! Hüpfen, hüpfen! Ach Unsinn, ich versteinere doch nicht. Du versteinerst ja gar nicht. Ich riskier's aber nicht. Ich möchte nach Hause. Findest du nach Hause? Ja. Dann auf Wiedersehen. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss weg. Wiedersehen. Wiedersehen. Opa! Um Gottes Willen, was ist denn los? Ach, nix. Was hast du denn gemacht, während ich geschlafen hab? Erst habe ich mich gelangweilt. Gut, dass du da bist. Dann habe ich eine Reise gemacht. Eine Reise? Wohin denn? Wo ich noch nie war. Und wie war's da? Schön. Und was hast du da erlebt? Erzähl mal. Es war so viel. Ich kann das gar nicht alles erzählen. Thank you.
kommen eigentlich jetzt die Bilder, wo wir gemalt haben, auch noch? Die kommen auch noch. Ja, die werden auch noch kommen. Ja, dann. Das war schön, wie er bei der, wo er durch die große Uhr durchgegangen ist, bei der lustigen Musik, der kleine Mann da. Es hat dir besonders gut gefallen. Ja. Und Isabel? Mir hat die Musik gefallen, die war immer so schön. Hast du dich gefreut, wenn die wiederkam? Ja. Mir hat es gefallen, wo der Junge auf einmal die Füße zu Stein wurden. Ja, und dann hat es gefallen. Ganz eins nach dem anderen. Wo der Hans gesagt hat, dass die Zeit vergeht und wo dann der Hans gesagt hat, wohin geht sie denn? Ja, wohin geht denn die Zeit? Die geht irgendwo hin. Die vergeht? Vergeht ganz einfach. Ich fand es so toll, als der Bub auf den Opa gesprungen ist, oder was? Er hat sich erschreckt, ne? Ja. Und auf einmal der Opa. Wie der Opa gesagt hat. Und mir hat es gut gefallen, wo er auf die kleine Uhr da drauf gedrückt hat und dann war es stehen geblieben und hat gesagt, sie soll rückwärts gehen und dann ist alles wieder rückwärts gegangen. Das hat er bestimmt auch nur alles geträumt. Ab da glaube ich, wo die Uhr reingefallen ist. Da hat es geträumt. Ich glaube auch, dass der es geträumt hat, wo die Uhr runtergefallen ist. Wo was runtergefallen ist? Die Uhr innen. Die große, die große da. Ja, Roman, was? Wie der Junge die Uhr da die kleine zurückgestellt hat und dann die große. Oder ich habe es gar nicht gewusst, wie das eigentlich rausgefallen ist. Das Ziffernblatt und der Zeiger da oben. Es war einfach verschwunden. Das war ja auch mir gut gefallen, dass als er da in die Kugel gefahren ist und alleine einsteigen. Mir hat gut gefallen, weil er auf den Berg auch aufgeklettert ist und da war die Kugel, da hat er reingeschaut, da haben die Wolken geschwebt. Das war ja eigentlich ein ganz anderes Zifferblatt. Genau. Es war auf einmal rund, nicht? Ja. Und er konnte sich reinsetzen, und es war viel größer. Das war weiß und das andere war gelb. So. Genau. Ja, und außerdem, da war ja ein Loch von dem Zifferblatt. Wo er rausgucken konnte. Ja. Und was hat er da gesehen? Da hat er gesehen, die Jahreszeiten vergehen alle. Es war auch so schön, wie der Schneemann auf einmal wieder nach oben gegangen ist. Weil er sich's gewünscht hat, ne? Wo sein Opa im Liegestuhl verschwunden ist und dann da hat er wieder gesagt, komm wieder. Und da ist er wieder gekommen. Mit der riesen Armbanduhr auf dem Berg. Und ganz schief. Schneller. Wünscht ihr euch denn auch manchmal, dass die Sachen schneller gehen, dass die Zeit schneller vergeht? Die Schule wann denn besonders? Zum Beispiel. Bitte, wann? Die Schule. Nein, oder nicht immer. Oder heute, wie es so lange gedauert hat, bis der erste Film gekommen ist. Ja, genau. Ich war spazieren gehen um 6, dann darf ich bis 6:30 bleiben mit dem Hund. Dann schaue ich immer davor, wenn es 5 ist, kommen die Zeit soll schneller werden, vergehen. Und dann, wenn mein Freund kommt und mich abholt, dann gehe ich mit meinem Hund spazieren, dann soll sie ganz langsam vergehen. Na, ich warte immer in der Schule auf die Pause, warte ich. Ich auch. Weil ich immer so Hunger habe. Ja. Und dann vergeht die Zeit einfach nicht, dann dauert es ganz lange. Ja. Und wenn es spielt, zum Beispiel im Pausenhof, wenn man schön spielt, dann geht die Zeit so schnell vorbei. Wenn man sich so langweilt, dann ist es so lange, dann dauert es zu lange. Ja, wenn man wartet, dann dauert es länger. Und wenn man sich irgendwie beschäftigt, dann ist es gleich, man denkt, dass es in einer Minute vorbei ist. Mhm. Wenn die Zeit jetzt so schnell rumging, dann wäre es ja schrecklich, dann käme ich gar nicht mehr zum Hausaufgaben, zum Essen. Genau. Und zu rechnen könnte ich auch nicht. Weil der Mann so weiß war, der war ganz weiß im Gesicht. Ja, der war ganz müde, ne? Wie die Schuhe so steinert geworden ist, dann ist er gehupft, dann waren sie gleich wieder gut. Und dann sagt er, ach Quatsch, ich steinere doch gar nicht ein. Und dann kommt der Mann und sagt, du steinerst ja gar nicht ein. Ich verstehe nicht. Der Junge hat gar keine Angst gehabt, ne? Bei mir war es die Schwester, wie der Vogel jetzt hat in den Kasten drin lag, in der Uhr, und dann zu Stein geworden genau. ist. Oder sie hat so gut gefallen, wo aus einem Vogel so viele Vögel dann auf einmal geworden sind. Einfach weil er so geplinkert hat, ne? Und dran gedacht. Mir hat es gut gefallen, weil am Schluss da, wo der Hans wieder in die Tür reingehen wollte, und da hat sich der Opa wieder gereckt und dann ist der Hans schnell hingerannt.
Nein, ich fand es auch so cool, wo er gesagt hat, ach nichts, erst wollte das erzählen, ach nichts. Und war dann halt der Opa so komisch geschaut. Geht euch das auch manchmal so, wenn ihr was geträumt habt, dass ihr es dann auch nicht gleich den Erwachsenen erzählen wollt? Ja, weil es so lange dauert, man. Ich weiß auch, wieso er nicht versteinert ist. Warum? Weil er war ja nicht da, wo die Armen sind, da, wo es so ein bisschen gelblicher war. Da stand er. Es hat dann den Hintergrund noch ein bisschen gesehen. Da war es nicht so schlimm, ne? Wie da, wo es ganz grau war. Bei mir war das immer so, das konnte ich gar nicht verstehen, wie erst die Straße da war und dann sind die Berge und alles gekommen. Oder mir hat auch noch so gut gefallen, wie der Mann das Feuer nachgeschmissen hat und wie dann der Bube hingelangt und hat gesagt, eiskalt. Da hat der Lilliputaner vielleicht gemeint, es wäre so heiß gewesen. Da hat er es erst gemerkt, dass er jetzt im Land der Totenzeit ist, nicht? Wo alle Sachen kalt werden. Und der Stein, der war dann so schön. Vorher war es erst so ein Stück nur von diesem Band da und dann ist es ein richtiger Stein geworden. Das Feuer ist da rausgekommen, als wäre da einer, der ein Feuerzeug im Sand gesteckt hat, ein riesen Loch, ein Feuerzeug im Sand und dann mit einem anderen Feuerzeug angezündet und dann. Ja, aber wie soll man das dann machen? Wenn schon, dann muss man ja da unten das rausmachen. Ja, genau. Ja. Da muss ja unten noch, unter dem Boden, wo die draufstehen, noch irgendwas sein. Aber hier kann man sich ja eine ganze Menge so Tricks machen im Film, ne? Was hast du? Ich habe da nicht verstanden, da, wo der immer da so zurückging, wo der Hans da immer so zurückging, was der da so gesungen hat. Ja, da war halt alles rückwärts, ne? Und deshalb konnte man es nicht mehr verstehen. Ja, das war so komisch, wo der Arsch. Was er vorher vorwärts gesagt hat, war jetzt rückwärts. Genau, und das hört sich dann an. Das kennt ihr ja vielleicht auch vom Tonband oder so. Es war so komisch, wo der Arthur das Band nach vorne laufen und hat die Hand da drauf getan. Und der Hans, der ist halt mal rumgehupft und da ist er immer wieder gekommen. Und der Riesenwecker da. Und den ich fand das auch so toll. Ja. Wo er ihn angeschummelt hat, also wo er dann das Stückchen genommen hat und schnell weggeschmissen. Eigentlich, wie geht das denn? Wenn, der hat doch kurz angehalten, der hat ja eigentlich gar nicht mehr weitergemacht dann. Mhm. Hat ihm dann noch mal ganz schnell eins abgeschnitten. Ne? Ja, dann hat er nicht mehr weitergemacht. Mir hat gefallen, wie der Lilliputaner nachgerufen hat. Wann denn? Am Schluss? Oder? Nein, wie der Bub. Wie der Blut in der Kugel war. Hat er sich Sorgen gemacht und hat gesagt, er kann ja gar nicht sich hier alleine zurechtfinden. Und wie in der Kugel war und die Wolken. Ja. Mir hat auch was so gut gefallen, da wo der Bube auf dem Opa raufgehupft ist, wo dann der Opa gesagt hat, was ist denn los? Da ist er erschrocken. Und das war auch, wie der Mann dann gefragt hat, wie heißt du eigentlich? Dann hat der Hans gesagt und dann hat er so komisch geschaut. Hans, ich heiße auch Hans. Dann hat er sich gefreut, ne? Ja. Was hat euch denn nicht gefallen? Gibt es auch was euch nicht gefallen hat? Ich habe das langweilig gefunden, das wo so Haufen Ohren da waren. Weil ich finde, das mit den Ohren, das langweilt mich immer so. Ja, habt ihr denn eine Uhr? Wer von euch hat denn schon eine Uhr? Ich habe eine an, aber die ist stehen geblieben. Ich habe meine nicht so an heute, aber ich habe Du hast deine Uhr im Land der Stehenbleiber-Uhren. Ja, jetzt ist es gefallen. Ja? Wo er die Karte gekriegt hat, die war ja so lang. Oder genau. Ich habe gleich mal gesagt, da kriegst du deine Karte. Die wo man im Kino kriegt, so eine Karte, habe ich gedacht, die wäre so klein, dabei ist die so lang wie so ein Klappbuch. Da war alles anders in dem Land, ne? Aber jetzt im Traum so ist es so gut, wie der Opa gesagt hat am Anfang. Am 6. Geburtstag hat er vor 30 Jahren hat der Bub gefragt, wann vor 30 Jahren. Kannst du dir was vorstellen, was vor 30 Jahren war? Weißt du, wie lange das ist? Wie lange kannst du denn? Weißt du noch, wie du klein warst? Ich lebe
Nur da war meine Mutter 10 Jahre. Ich fand das lang. Ich fand es nochmal gekommen ist. Bitte? Ich habe gelangweilt, wo die Zeit nochmal gekommen ist. Wo ich man das nochmal sah, wie es wieder zurücklief, ja. Oder? Ich fand das nicht, wie er das nochmal gesagt hat, wie der Bub dann gesagt zum Lilliputaner, wo er das mit den Rädchen und so gesagt hat. Das ist eine Erfindung. Und da hat er es gemerkt, dass es jetzt ja, dann, wieder alles vorwärts ging und dass er den Satz ja schon mal gesagt hat. Ne? Ja, da hat der Bub gesagt, das hast du ja schon mal gesagt. Da hat er gesagt, Entschuldigung. Ja, und mit der Musik im Film, wie der Lilliputaner die Schnur gezogen hat und dann die Musik zum zweiten Mal. Ich fand es so langweilig, ja. Wo er immer gefragt hat, da wusste ich gleich, er fragt schon wieder. Und er war halt eben neugierig, ne? Ja. Er wollte genau Bescheid wissen. Macht ihr das nicht auch manchmal, wenn euch was interessiert, dass ihr dann auch ganz viel fragt? Ja. Ja. Wie ich noch nicht lesen konnte, da habe ich meine Mutti auch immer gefragt. Ja, als das Wort, wie als das Wort. Und wie lange kannst du jetzt schon lesen? Vor zwei Jahren. Zwei Jahre. Wie ich noch nicht lesen konnte, da habe ich meine Mutti immer gefragt, wenn was im Fernsehen war und da stand was. Da habe ich meine Mutti war gerade in der Küche und hat was gekocht. Da habe ich sie schnell gefragt, was da steht und dann ist sie gleich zu spät gekommen. Ich habe schon im Kindergarten habe ich ja schon lesen ein bisschen gekonnt und da habe ich jetzt auch noch immer fragen müssen, weil ich wusste noch immer nicht alles. Dann habe ich auch immer gesagt, was heißt das Wort und was heißt das Wort. Und du kannst dich noch gut erinnern, wie das war im Kindergarten? Ja. Aber mir hat jetzt noch nicht weiß noch sowas gut. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt über den Film eigentlich genug geredet und den Rest erzählt ihr mir später, noch oder? Was. Anderland. Im Reich der Zeit. Buch Gerard Samann, Susanne Nowakowski, Andreas Mayer, Josef Rolz. Darsteller Michael Uhlig, Fabius von Gugel, Ottmar Weckert, Herbert Behrendt. Studiokamera Alois Nitsche, Harry Bell, Gerhard Böhr, Karl-Heinz Fischer, Wolfram Josef. Filmkamera Alfred Tichowski, Rainer Thilo Pongratz. Technische Leitung Axel Bornheimer. Bildtechnik Hans Haider. Ton Ottfried Wimmer. Bildschnitt Frigga Haider. Filmschnitt Angelika Reichler. Ausstattung Marianne Wolitschek-Samahn. Requisite Inge Schumacher. Trickbauten Dazi Tyroller, Ernst Klüner. Maske Rosemarie Meyer, Rainer Kraups. Musik Helmut Trunz. Filmtrick Hal Clay. Regieassistenz Horst W. Mattusch. Aufnahmeleitung Leo Süßmeier. Produktionsleitung H.W. Schmidt. Regie Gerard Samann. Gesamtleitung Josef Rölz. Redaktion Ingo Herrmann. Eine Produktion der Icon. Hergestellt im Fernsehstudio München. Im Auftrag des ZDF.